So, wir haben Skorpionspaß, sind Top-Tier. Eine Arti in meinem, zwei im Gegnerteam. Wir sind im angreifenden Team. Ja, sollte eigentlich funktionieren. Wäre jetzt mit dem WZ auf jeden Fall nicht über den Hügel fahren, mit der kann die flashen. Versuchen wir das Beste hier unten erstmal. Was den WZ halt auch so stark macht, ist die Mobilität wirklich, dass er so schnell ist und trotzdem eine relativ gute Panzerung hat, also der Turm auf jeden Fall und die Wanne, wenn sie richtig gewinkelt ist, auch wirklich gut aus. Das gepaart mit der Mobilität ist wirklich ein sehr guter Panzer. Was er halt wiederum nicht kann, ist die Gandhi-Pressure. Hat gefühlt keine. Wo es halt typisch so. Wird man als Russenfahrer schon kennen und die Chinesen, die sind da halt auch nicht so stark prädestiniert dafür. Wir haben hier einen ziemlich aggressiven IS, den ich gerne in den geklatscht hätte. Vielleicht erstmal dem Scout. Dem T49 erstmal eine schöne 400 rein. Der Conqueror jetzt auf uns, ah, okay. Oh, das war natürlich ein kritischer Treffer von ihm. Es kann euch auch ziemlich oft passieren, dass ihr ein Smuddy-Lager geschossen kriegt. Jetzt muss ich ja die Ketten reparieren, ey, weil sonst ist der Sackgang. Conqueror natürlich schon Top Gun. Ein wenig böse. Dann nehmen wir den jetzt erstmal raus. Der T49, den müssten wir eigentlich totgerammt bekommen. Jawohl. Haben wir natürlich schon wieder gut HP verloren. Das ist nicht so geil. Aber ich bin halt auch ein Freund des aggressiven Spielstils. So, jetzt der IS-Einer. Jawohl. Muss dann halt immer so einen schmalen Grat fahren zwischen zu aggressiv und passiv. Oh, den auf dem T43 nicht getroffen. Aber T61 macht es. Jetzt tut die Su schon auf uns aimen. Der Prot auch. Der Prot weiß noch nichts von seinem Glück. Ich weiß nicht, warum der stehen geblieben ist. Er dachte wahrscheinlich, dass sie ihn nicht kennen. Die Su jetzt auch schön das Heck präsentiert, wenn sie nochmal kurz zurückkommt. Okay, dann nehmen wir erstmal den Prot raus. So noch keine Lust hat. Ja, die Su, die wird jetzt schon wissen, was passiert. Ah, die drücken die Su zu sehr zurück. Jetzt haben wir da einen ziemlich aggressiven T30. Da können wir in den Ketten hängen bleiben. Kann man machen, muss man nicht. Jetzt kommt da noch ein Typ 4 hoch. Der natürlich sehr kacke. Ich muss zusehen, dass ich mich auch langsam mal bewege, weil die Artis werden auch nicht stundenlang nichts machen. Der Typ 4 kommt wieder hoch. Ich muss zusehen, dass ich hier in Deckung komme. Ah, dann nimm den Chiri erst, okay. Bis jetzt sieht es relativ gut aus, 3 Kills haben wir schon, 6 Treffer, 6 Spotting. Obwohl das Spotting halt auch geteilt werden könnte noch, das weiß ich nicht. Im Typ 4 werden die sich wahrscheinlich ein wenig schwer tun. Scheiß Trackshot gesetzt, ich wollte ihn eigentlich pennen. Aber am Turm wieder was gebounced, wie ihr seht. Ich hoffe jetzt eigentlich auf den... Ah, er dreht den Turm halt wieder zurück. Das ist halt nicht so schön. Er konzentriert sich lieber auf uns als auf den hinter sich. Naja, gut. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie den TD aufkriegen, weil ich glaube, der hat auch auf uns schon öfter geschossen jetzt.
natürlich jetzt nicht so eine Spotting-Weite mit dem WZ. Und 16 habe ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt auf bin. Aber da ist die Torte. Jetzt ist er auf. Und getroffen. War ziemlich lucky. Und hier. Weh. Da hat die Arti erstmal guten Tag gesagt. Da der ES3, aber der wird sich wahrscheinlich nicht vortrauen. Dann leige noch die Arti. Ich versuche vielleicht vom ES3 noch was abzukriegen. Jetzt hat der ES3 uns gespottet, glaube ich. Ja. Den aber auch. Kriegt Spotting Damage von uns. Dann ist die zweite Arti, die haben wir jetzt auch gesehen. Aber da können wir auch den Schuss rein. Gucken wir mal, dass wir auf dem ES3 noch einen machen können, das wäre ganz cool. Jetzt mal kurz im Eingame. Okay, gleichzeitig getroffen. Er kriegt den Kill. Vielleicht kriege ich ja den meisten Schaden. Und schon haben wir gewonnen. So, war nur zweite Klasse. Aber 3-5 geschossen, 2-3 gespottet. War, finde ich, eine sehr gute Runde. Mal wieder. Ja, was haben wir? Zweiter Platz. 13 Schüsse, 11 Treffer, 8 gepennt. Denke ich mal ganz okay. Also der WZ wirklich halt, wie ihr am Turm gesehen habt, da bauen es wirklich viel. Der WZ ist einfach ein geiler Panzer. Ist aber halt auch mit Vorsicht zu genießen. Und ja, ich kann ihm jeden nur ans Herz legen, der eine mobile Spielweise mag und trotzdem die Panzerung und die starke Kanone an die Front bringen will. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, wir sind wieder im WZ unterwegs. Diesmal Top Tier. Sehr gut, wieder auf Skorpion Spaß. Aber Begegnungsgefecht diesmal. Ja, ich würde sagen, wir machen da erstmal aggressiv hoch. Gucken, was wir dann so machen können. Zwei Artis im Team jeweils, das finde ich nicht so prickelnd. Aber davon lassen wir uns mal nicht abhalten. Unser Scout fährt schon mal schön vor, das ist sehr gut. Vielleicht können wir dann schon irgendwas rein, oder? Wenn er was aufmacht. Ich würde ja gerne die hier vorne schon abfangen eigentlich. Oder unten fährt erstmal ein T10 lang. Fahren wir unten lang. Okay. Dann müssen wir Conqueror. Das war ziemlich viel. Ja, gut. Vielleicht mal den T10 hier. Einziehen, einziehen, einziehen. Jawohl, eine 460 ins Heck erste Mal. Schon mal ein guter Start. Nebenbei noch zwei gespottet. Müsste jetzt eigentlich auch wieder zu sein. T54 oben. Ah, leider nicht getroffen. Schade. So, jetzt hat unser Scout da vorne Probleme. Der wird im ersten Mal. Ui. Das ist aber wegen mehr als nur ein Problem.
würde gerne erstmal den M103 fokussen. Na klar, ging nicht in die Unterwanne der Schuss. Das ist nicht so geil. Nein, was macht... Alter, was macht denn unser AMX hier da? Was soll die Scheiße denn jetzt? War das jetzt sein Ernst? Ja, die war jetzt... Naja gut, der M103 ist noch nicht Top Gun, das ist unser Glück. Den T-54 haben wir dafür schon mal zwei schöne Bretter gegeben. Jetzt wieder am M103 gebounced. Das gibt's doch nicht, ey. Was schieße ich denn hier zusammen gerade? Oh, der M103 will's jetzt wissen. Zack. Und er drückt uns halt noch einer. Jetzt wäre es an der Zeit, dass das Team den rausnimmt. Weil, genau das habe ich befürchtet. Der hatte wegen der Verstärkung noch im Rücken. Jetzt kommt natürlich hier der Mod 1. Der auch super getrackt von. So, jetzt habe ich da sinnlos drauf geschossen. Jetzt kommt hier noch der T-54 natürlich lang. Mega undankbar, wie aggressiv die Gegner hier sind. So, zack, Munilager, aber ich drehe mich zu langsam. Ich habe noch keine super gute Crew drauf. Vielleicht kriegen wir den Schuss noch rausgeprügelt. Gehen wir noch ein wenig aggressiv hinterher. Der gute Junge mit dem Munilager, der hat da eh nicht mehr so viel Spaß. Den müssten wir jetzt eigentlich rausnehmen, genau so sieht's aus. So, jetzt hat der Bulldog dort natürlich überlebt. Müsste eigentlich auch bei den Heavys helfen, aber der Scout ist mir halt auch ein Dorn im Auge. So ein Scout, der zirkelt euch halt schon mal schnell. Vor allem, wenn ihr auch keine gute Crew drauf habt. Jetzt haben wir eben hier schon eine gute geben können. Wieder getrackt. Ich hoffe, der VK schießt ihn jetzt raus. Jawohl, so schaut's aus. Jetzt müssen wir gucken, wo die letzten zwei ein Heavy ist. Unten auf jeden Fall bei unserem Spawn. Arti hat noch nicht auf uns geschossen. Das ist mal eine glückliche Runde für mich. Eigentlich bin ich immer der Erste, der von der Arti aufs Dach geschissen kriegt. Aber das Team hat uns da hier an der Stelle auch sehr gut geholfen. Der WZ hält wirklich mobil und der Turm eigentlich recht stabil. Aber der Reload ist halt relativ lang. Aber gut, mit so einem hohen Alpha-Schaden, dann muss es auch sein. So, der Heavy müsste immer noch da unten sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, was haben wir noch? 5020 und eine IS-3. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht zu aggressiv ist. Der kommt hier auch schon relativ gut mitgenommen. Vorsichtig sein, ich habe keine Lust in die 1520 reinzulaufen. Wo ist die Party? Die wird wahrscheinlich oben stehen. Gut, jetzt kommen doch beide hier. Oh, verdammt. Und unser Conqueror wastet sich rein. Ganz ungeil jetzt für uns, weil wir hier alleine sind. Wenn, dann müssen wir sie hochkommen lassen. Und dann haben wir hier keine Chance, das zu verteidigen. Unser Team capt natürlich.
Team sieht auch nicht ein, glaube ich, da noch mal rauszufahren. Ja, und die zwei haben sich hier verpisst. Ah, der Conqueror hätte da auch mal warten können. Naja, was soll's. Großkaliber haben wir gemacht. Zweite Klasse nur. Gunmark auf 76%. Naja, gut. Hat mir den nur erst wieder zurückgeholt. Deswegen 4000 Schaden gemacht. Gucken wir mal kurz. 14 Schüsse, 9 penetriert nur. Ah, es ist halt. Das mit dem M103 hat mich ein wenig gewundert. Oder habe ich wahrscheinlich zu unsauber gezielt. Hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen auf die Unterwanne. Aber insgesamt eigentlich ein relativ gutes Ergebnis. Also der WZ wirklich ein guter Panzer. Den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Auch wenn der keine Gun Depression hat, aber mit dem kann man richtig gut pushen. So, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video.